Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jetzt oder Nie Box von Unherz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jetzt oder Nie von Unherz, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das fünfte Album der Band. Wir haben hier eine schwarze Metallbox vorliegen. Auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir hier einmal in roter Schrift den Bandnamen Unherz, darunter den Albumtitel Jetzt oder Nie. Und dann haben wir hier so ein Ziffernblatt, also eine Uhr mit dem Unherz-Logo in der Mitte, römischen Zahlen und der Zeiger, der Minutenzeiger und der Stundenzeiger, die stehen hier auf 5 vor 12. Also im wahrsten Sinne des Wortes Jetzt oder Nie. Ansonsten hier rundum in dieser schwarzen Hochglanzoptik. Und auf der Unterseite haben wir auch alles in schwarz. Und dann haben wir hier noch einen Sticker. Hier lesen wir Limited Edition Box Set Includes. Album Jetzt oder Nie in Digipack Format. Exklusiv T-Shirt Size Large. Und 4 exklusive Unherz Fotocards. Ja, das Ganze erschienen über Massacre Records. Hier rechts haben wir noch einen Barcode. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, der Boxdeckel lässt sich hier aufklappen. Als erstes haben wir hier einmal das Shirt. Dann haben wir das Album im Digipack. Und die 4 Fotokarten. 1, 2, 3, 4, genau. So, dann machen wir die Box wieder zu, von innen in Silber. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, wir haben hier wie gesagt ein Digipack. Das Design ist das gleiche wie schon auf der Box. Auf der Seite lesen wir auch Unherz, Jetzt oder Nie plus die Katalognummer. Und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben hier auf diesem Album 11 Tracks. Plus wir haben hier dann scheinbar noch 2 Bonus-Tracks. Also 6, 7, 8, 9, 10, 11, genau 11 gesamt. Also 11 regulär plus 2 ergibt dann 13 gesamt. Dann hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal rein. Als erstes haben wir hier das Booklet in der Stecktasche. So, was haben wir hier? Einmal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also die gesamten Lyrics hier abgedruckt, plus hier in Klammer dann der Verfasser, derjenige, der die Lyrics hier geschrieben hat. So sieht das aus. Also ganz klassisch hier gehalten. Recht düsteres, recht dunkles Booklet. Hier ein Bandfoto. Und ansonsten hier die Lyrics in weiß verfasst. Plus Bandmitglieder hier nochmal einzeln abgebildet. So sieht das aus. Zum Abschluss gibt es die Credits zum Album. Und nochmal die Tracklist. So, Booklet geht wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus, in schwarz und rot. Wenn sie rausgeht. Gar nicht so einfach. Okay. So. Etwas streng. Das ist die CD. Und die Rückseite wieder glatt schwarz. Als nächstes haben wir 4 Fotokarten mit dabei. Und zwar zu jedem der einzelnen Bandmitglieder eine eigene. Also Felix, Bogi, Wally und Andy. Alle 4 hier entsprechend fotografiert. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, also hier in so einer Grauoptik, in der Mitte wieder dieses Ziffernblatt, leicht zu sehen, und dann auf den Seiten jeweils Jetzt oder Nie. So, und wir kommen zum letzten Boxinhalt, das ist dieses Shirt. Schauen wir uns mal an. So, wir haben hier ein schwarzes Shirt. Auf der Brust haben wir so einen beigen Schriftzug. Unherz lesen wir hier, darunter sehr, sehr schwach zu erkennen, als echt nur so minimal aufgedruckt worden. Dieses Ziffernblatt hier, man kann es echt nur ahnen. Dann der Albumtitel, Jetzt oder Nie. Und auf der Rückseite ist das Ganze einfach in schwarz. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Kia Europe Heavy Cotton in der Größe L. Und das Ganze ist 100%
Baumwolle und jetzt würde mich noch interessieren, ah ja genau, hier haben wir es, also 100% Baumwolle und das Ganze ist, hier steht Made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir packen das Shirt wieder zusammen und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die vier Fotokarten und natürlich das Album an sich im Digipack mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Jetzt oder nie von Unherz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unherz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.